Harte Zeiten für Janina Kranz, 24? In ihrer Rolle als Carla Borchert feierte sie vor kurzem ihr Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Debüt. Die junge Carla ergatterte ihren Traumjob als Praktikantin bei Emily's, gespielt von Anne Menten, 33, Label Tussi Attack. Doch wie ein Blick auf die Wochenvorschau verrät, wird ihre Freude schon bald durch bösartige Hasskommentare im Netz getrübt. Dabei ist Mobbing ein Thema, das die Schauspielerin auch aus ihrem wahren Leben nur zu gut kennt. In einem Interview berichtete Janina nun von ihren persönlichen Erfahrungen und sandte dabei eine starke Botschaft an die Opfer von Cybermobbing. Im Interview mit RTL erzählte die Jungschauspielerin von unschönen Reaktionen seitens der Zuschauer, die sie nach ihrem ersten Auftritt bei GZSZ im Netz erwarteten. Es gab so ein paar Kommentare von wegen Ö, die ist voll hässlich Ausrufezeichen Apostroph und dieser Kommentar wurde dann mehrere Male geliked, verriet sie. Auch wenn solche Aussagen die 24-Jährige zunächst nachdenklich gestimmt hätten, habe sie diese schließlich einfach mit Humor genommen. Letztendlich fällt es mir persönlich am leichtesten, wenn ich über solche Dinge lachen kann und mir vorstelle, wer dahinter sitzt, irgendwelche ganz armen Würste, hielt die gebürtige Hannoveranerin schließlich einen wertvollen Ratschlag für alle Cybermobbing-Opfer bereit. Achtung, Spoiler! Janina mag offenbar einen Weg gefunden haben, mit Beleidigungen im Netz umzugehen. Für ihre Serienfigur aber steht dieser Prozess noch aus. Wie in der Wochenvorschau angekündigt, brechen für Carla am 14. März 2019 nämlich erstmal härtere Zeiten an, als Emily der Netzgemeinde ihre neue Praktikantin mit einem Selfie vorstellt, werden bitterböse Hasskommentare die junge Frau in eine persönliche Krise stürzen.